Willkommen zurück. Wir sind im Fach Allgemeine Volks- und Betriebswirtschaftslehre. Wir sind im zweiten Unterkapitel Wirtschaftssysteme und wirtschaftliche Denker. Und wir haben uns die Wirtschaftssysteme angeschaut. Wir haben erkannt, es gibt die Marktwirtschaft und die Planwirtschaft als große Kontraste. Und wir haben gesehen, die soziale Marktwirtschaft ist irgendwo eine Verbindung aus beiden nach der Formel so viel Freiheit wie möglich, also freie Marktwirtschaft, aber auch Kontrolle und staatliche Eingriffe, wenn nötig, eine Idee eher aus der Planwirtschaft. Und diese soziale Marktwirtschaft schauen wir uns jetzt genauer an. Und zwar nehmen wir die Grundformel wieder auf, so viel Freiheit wie möglich. Der Prüfer fragt, welche Freiheitsrechte gibt es denn bezogen auf die Marktwirtschaft? Und das erste und vielleicht wichtigste Freiheitsrecht ist das Recht auf Eigentum. Denn nur dadurch kommt der Anreiz und die Motivation, selber zum Beispiel unternehmerisch tätig zu werden, weil einem das Unternehmen, das man aufbaut, dann auch selber gehört und das Vermögen, das man vielleicht schafft dadurch, einem auch selber gehört. Und man vielleicht das Unternehmen sogar dann vererben kann innerhalb der Familie. Also Recht auf Eigentum spielt eine ganz zentrale Rolle. Dann die wirtschaftliche Handlungsfreiheit. Wirtschaftliche Handlungsfreiheit bedeutet vor allem auch Gewerbefreiheit. Also im Prinzip darf jeder ein Gewerbe gründen. Wenn man genauer schaut, sieht man wieder Einschränkungen, also zum Beispiel Immobilien verkaufen, dafür braucht man dann eine spezielle Genehmigung zum Beispiel, aber grundsätzlich gilt die Gewerbefreiheit, nehmen wir es noch auf, Gewerbefreiheit wäre also das konkrete Beispiel für die wirtschaftliche Handlungsfreiheit. Jeder darf im Prinzip ein Unternehmen gründen und es gilt die Gewerbefreiheit. Dann bei Verträgen, also im Vertragsrecht, gilt die Privatautonomie. Was bedeutet, dass man auch Verträge im Wesentlichen frei schließen kann? Ja, die Verträge dürfen nicht sittenwidrig sein, zum Beispiel, aber im Wesentlichen heißt Privatautonomie auch vertragliche Freiheit. Und es gilt die Tarifautonomie, das heißt die Tarifpartner, Gewerkschaften auf der einen und Arbeitgeberverbände auf der anderen Seite können im Prinzip die Entlohnung und auch andere Faktoren frei bestimmen ohne staatlichen Eingriff. Schauen wir auf die Kontrollrechte. So viel Kontrolle wie nötig. Nötig ist ein schillernder Begriff. Ja, wann ist das nötig? Schauen wir uns die Beispiele an. Ein ganz wichtiges Gesetz in dem Zusammenhang ist das GWB, das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen. Und Wettbewerbsbeschränkungen sind da, wenn sich zum Beispiel Monopole bilden. Das heißt, das GWB kennt den Gedanken der Fusionskontrolle. Fusion ist ja eine Unternehmensverschmelzung und das kann ganz schnell zu einem Monopol führen oder zu einem marktbeherrschenden Unternehmen. Schauen wir uns den Begriff Fusion noch etwas genauer an. Es gibt die horizontale Fusion. Ja, das bedeutet, wenn man sich den Produktionsprozess anschaut, quasi von der Urproduktion über die Rohstoffverarbeitung, den Großhändler, den Einzelhändler und den Endkunden, dann ist eine horizontale Fusion eine Fusion auf der gleichen Ebene von diesem Stufenprinzip, das ich gerade genannt habe. Also zum Beispiel zwei Urerzeuger fusionieren oder zwei Großhändler fusionieren. Das ist eine horizontale Fusion. Vertikal ist nicht wie horizontal von links nach rechts, sondern von oben nach unten, also eine Fusion zwischen einem Unternehmen einer vorgelagerten und einer nachgelagerten Stufe. Also wenn ein Großhändler mit einem Einzelhändler fusioniert, zum Beispiel, wäre eine vertikale Fusion. Und dann gibt es noch die laterale Fusion. Das sind zwei Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen, die fusionieren.
Und hier gibt es eben die Fusionskontrolle. Fusion kann man nicht so einfach machen, vor allem dann nicht, wenn ein marktbeherrschendes Unternehmen entsteht. Also gibt es die Kontrolle marktbeherrschender Unternehmen. Das ist auch ein wichtiger Gedanke im GWB, im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung, das man auch nennt das Kartellgesetz. Und dort sind Kartell ist jeder Versuch der Wettbewerbsbeschränkung, ja, auch Preisabsprachen und so etwas, das sind alles Kartelle, sind Kartelle grundsätzlich verboten. Ja, also wir können noch aufnehmen, das Kartellverbot. Es gibt allerdings mit Ausnahmen. Ja, es gibt hier diverse Ausnahmen. Es ist hier nicht der Ort, das im Detail zu besprechen, ja, sondern das ist Gegenstand der rechtlichen Betrachtung. Aber man sollte an dieser Stelle, wo wir uns über Volkswirtschaft unterhalten, wissen, es gibt ein ganz wichtiges Gesetz, nämlich das GWB, das verschiedene Kontrollmechanismen niedergeschrieben hat. Fusionen sind nicht so einfach möglich, marktbeherrschende Unternehmen werden besonders kontrolliert und Kartelle sind grundsätzlich verboten. Es gibt allerdings Ausnahmen. Und es gibt noch die Monopolkommission. Die haben zwar unmittelbar keine Macht, aber sie beobachten den Markt und warnen, wenn sich irgendwo Monopole bilden. Das ist also so eine Art Wachhund. Ja, die Monopolkommission ist ein Wachhund, der bellt, wenn er feststellt, dass sich dort sehr starke Fusionsbewegungen zum Beispiel abzeichnen auf einem Markt. So, das dritte Element sind dann staatliche Eingriffe. Das geht noch weiter als Kontrolle. Ja, und staatliche Eingriffe wie nötig. Also auch hier rechtfertigt man das durch die Not. Ja, wenn halt das System der freien Marktwirtschaft nicht funktioniert, man nennt das auch Marktversagen, wenn die Mechanismen wie die unsichtbare Hand zum Beispiel nicht funktionieren, dann sind staatliche Eingriffe erlaubt. Und diese staatlichen Eingriffe konzentrieren sich im Wesentlichen auf drei Gebiete. Da ist einmal die Strukturpolitik, da ist zum anderen die Sozialpolitik und da ist zum dritten die Steuerpolitik, die man eben auch zur Lenkung verwendet oder versucht zu verwenden. Fangen wir damit mal direkt an als Beispiel die Steuerprogression. Ja, die wird oft so verkauft als Rechtfertigung, dass man Reiche überproportional stärker besteuert als Arme, also besser Verdienende, wie man auch hier sagt. Ja, Sie wissen, dass Steuerprogression bedeutet, dass der Prozentsatz der Besteuerung steigt. Und das wird eben oft gerechtfertigt als Eingriff, um eben das Auseinanderdriften von Reich und Arm zu verhindern. Ob das ein gutes Argument ist, das kann man diskutieren. Sozialpolitik. Da gibt es diverse Schutzvorschriften. Ja, Schutzvorschriften sind ganz klare staatliche Eingriffe. Ja, zum Beispiel für Arbeitnehmer, ja, Kündigungsschutzvorschriften könnte man hier nennen, oder auch für Mieter. Auch da gibt es gewisse Schutzvorschriften, dass zum Beispiel Miete nicht willkürlich erhöht werden kann. Ob diese staatlichen Eingriffe Gutes tun oder nicht, ist Gegenstand einer separaten Diskussion. Ja, hier geht es darum, sie zu zeigen, ja, beispielhaft zu zeigen. Was haben wir noch in der Sozialpolitik? Wir haben die Förderung der Mitbestimmung. Ja, hier könnte man zum Beispiel nennen das Betriebsverfassungsgesetz als Beispiel. Betriebsverfassungsgesetz, also die betriebliche Mitbestimmung über den Betriebsrat. Und was man hier nennen kann und vielleicht nennen sollte, sind die sozialen
Sicherungssysteme. Ja, und hier, glaube ich, weiß jeder, was gemeint ist. Das ist, kürzen wir es mal ab, RV, Rentenversicherung, AV, Arbeitslosenversicherung, KV, Krankenversicherung und PV, die Pflegeversicherung. Das ist ein klarer staatlicher Eingriff, wird eben gerechtfertigt mit dem Argument der Sicherung, zum Beispiel der Alterssicherung oder der Sicherung bei Krankheit. Das wäre dann die Krankenversicherung. Und Arbeitslosenversicherung, bei Arbeitslosigkeit, dass man eben da nicht ins Bodenlose fällt, sondern eine gewisse Sicherung hat. Ob das alles gut ist, ob das alles noch heute so funktioniert, ich sage es nochmal, ist sicher einer Diskussion würdig. Aber hier geht es ja darum, erstmal in einer mündlichen Prüfung etwas sagen zu können. Und hier ist die Struktur. So viel Freiheit, dann merkt man sich so ein paar Freiheitsrechte. Kontrolle, dann merkt man sich hier Beispiele. Und staatliche Eingriffe, dann merkt man sich hier Beispiele. Und dann kann man das noch ein bisschen erläutern. Und man kann natürlich auch von hier dann hierhin überleiten oder von hier nach hier nach hier. Alles Gute, Marius Ebert.